Prinz Harry, Aussprache mit König ohne William. Am Mittwoch, 12. April 2023, beendete die Royal Family endlich alle Spekulationen um die Teilnahme der Sussexes bei König Charles 74, Krönung und gab in einem offiziellen Statement bekannt, der Buckingham Palast freut sich zu bestätigen, dass der Herzog von Sussex am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey am 6. Mai teilnehmen wird. Die Herzogin von Sussex wird mit Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben. Anführungszeichen. Es wird das erste Mal sein, dass Prinz Harry, 38, mit seiner Familie zusammen ist. Seit seine Memoiren Spare, DT, Reserve, und die sechsteilige Netflix-Doku-Serie Harry und Meghan die Royal Family ordentlich aufgewirbelt haben. Schließlich behauptete Harry in seiner Biografie unter anderem, er sei von seinem Erzfeind Prinz William 40, angegriffen worden, enthüllte, dass er und sein Bruder Charles angefleht hätten. Seine böse Stiefmutter Königin Camilla, 75, nicht zu heiraten und teilte private Details über den Streit zwischen Catherine, Prinzess of Wales, 41, und Herzogin Meghan, 40, mit der Welt. Angenehm wird das Wiedersehen mit seinen Verwandten am 6. Mai für Prinz Harry sicherlich nicht. Doch immerhin König Charles freut sich auf das Treffen mit seinem jüngsten Sohn. Der Grund, bevor sich Harry dazu entschlossen hat, die Krönungseinladung offiziell anzunehmen, hat er die monatelange Funkstille mit seinem Vater beendet und sich auf eine Aussprache von Herz zu Herz eingelassen. Wie die britische Zeitung The Sun erfahren haben will. Die Hoffnung auf eine Versöhnung scheint also nicht ganz ausgeschlossen zu sein. Zumindest mit König Charles. Prinz William hat auf ein klärendes Gespräch mit seinem Bruder bisher verzichtet. Zu tief sitzt die Enttäuschung über Harrys Vertrauensbruch. Verwendete Quelle, Tesun Kuk. Și poate îți dau totul peste cap, că poate fac doar lucruri care îmi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum unii stau degeaba, frate, sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute munți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei.